Für maschinelles Lernen benötigt der Computer Trainingsdaten. Aus diesen Daten lernt der Computer. Es ist sehr wichtig, dass der Computer mit vielen und hochwertigen Daten lernt. Doch woher stammen diese Trainingsdaten? Mit welchen Daten ein Computer lernt, entscheiden wir Menschen. Zum Beispiel wählen Linguistinnen und Linguisten Sprachaufnahmen aus und stellen diese dem Computer bereit. Daraus kann der Computer lernen, Sprachbefehle zu verstehen. Die Qualität der Trainingsdaten ist sehr wichtig. Lernt der Computer beispielsweise nur mit Sprachaufnahmen von Frauen, sind die Trainingsdaten unausgewogen. Womöglich kann der Computer dann Männer nicht verstehen. Durch unausgewogene Trainingsdaten entsteht eine Verzerrung, auch Bias genannt. Einige Szenarien werden in den Daten bevorzugt, andere benachteiligt oder ausgeschlossen. Durch verzerrte Trainingsdaten trifft der Computer verzerrte Entscheidungen. Für einen Bias sind immer die Menschen verantwortlich, die Trainingsdaten auswählen. Es gibt keine Sicherheit, dass ein Computer immer absolut richtig entscheidet. Durch eine große Menge hochwertiger, ausgewogener Trainingsdaten lässt sich das Risiko eines Bias aber verkleinern. Denn die Entscheidungen eines Computers sind immer nur so gut wie seine Trainingsdaten.